Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute widmen wir uns mal ein paar tollen Buchverfilmungen. Nämlich so unter dem Motto, tolle Bücher, tolle Verfilmungen, ganz egal ob in Filmform, Filmreihenform oder Serienform. Ich habe einige Bücher hier stehen und es ist keine Rangfolge, kein Ranking, sondern es sind einfach tolle Bücher, die eine tolle Verfilmung haben und da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen schwärmen von den Geschichten, von der Verfilmung und so ein bisschen Inspiration geben. Man ist ja doch eher dazu geneigt zu sagen, dass Buchverfilmungen oftmals einfach nicht so gut sind, sehr oft nicht an das Buch herankommen und das stimmt auch. Es fielen mir tatsächlich viel mehr nicht so gelungene Buchverfilmungen ein als gelungene, aber ich glaube, die 10, die jetzt hier neben mir liegen, die haben es absolut verdient, hier unter den Top-Buchverfilmungen zu sein und natürlich sind es auch großartige Bücher. Wir starten mit wohl einer meiner Lieblingsbücher, nämlich den Herrn der Ringe von J.R.R. Tolkien. Diese Verfilmungen sind einfach nur großartig. Die Filme sind ja aus 2001, 2 und 3 und ich finde auch nach fast 20 Jahren haben die absolut einen grandiosen Flair, eine tolle Atmosphäre. Sie erzählen die Geschichte wirklich an mancher Stelle fast 1:1 aus den Büchern. Die Welt, die Tolkien sich für Mittelerde erdacht hat, die kommt super rüber. Die Charaktere sind toll gezeichnet. Die einzelnen Wesen, die es gibt, mit ihren gewissen Wesenszügen sind super rübergebracht. Die Besetzung ist großartig. Es ist von der Musik über die Bilder, über den Schnitt, über die Kostüme. Es ist einfach alles grandios und ich muss echt sagen, ich liebe nicht nur die Bücher, sondern auch die Filme. Ich schaue die mindestens einmal im Jahr, stecke auch gerade so im Rewatch sozusagen drin und ich liebe sie einfach. Also ich liebe nicht nur die Bücher, ich liebe nicht nur die Welt, sondern ich bin wirklich auch ein ganz, ganz großer Fan der drei Teile. Zum Hobbit möchte ich gar nicht sagen, der wird nicht in diesem Ranking auftauchen, der wäre tatsächlich wahrscheinlich eher in der anderen Richtung, obwohl ich ein sehr, sehr großer Martin Freeman-Fan bin, der ja da den Bilbo spielt. Besonders hervorzuheben ist tatsächlich auch bei diesen Verfilmungen die wunderbare Musik, die uns durch Mittelerde begleitet. Das ist für mich auch eine Musik, die ganz wunderbar funktioniert, wenn ich lese, weil sie zwar Kraft hat, atmosphärisch ist, aber nicht zu sehr den Raum einnimmt und man da eben durch die Geschichte irgendwie so ein bisschen intensiver erlebt, sie sich aber nicht in den Vordergrund stellt. Also großartige Bücher, großartige Welt, ganz, ganz tolle Verfilmung. Und nun, eine Verfilmung zu einem Buch, das ein Stock tiefer liegt, und zwar The Green Mile von Stephen King. Eine Verfilmung, die, wenn man nicht wüsste, dass es ein Buch von Stephen King ist, man, glaube ich, nie darauf käme. Und gerade das macht es eigentlich wieder typisch Stephen King. Ich erinnere mich noch gut, wie wir damals ins Kino gegangen sind, ein paar Freunde und ich, meine Freunde durchgehend begeistert, geflasht waren, da Tränen geflossen sind, denn es ist tatsächlich sehr, sehr emotional in dieser Geschichte und gar kein Horror in irgendeiner Art, eher dann so menschliche Abgründe und die total fasziniert waren und ich so schön dann noch gesagt habe, wie man es als Buchleser ja fast schon von mir erwartet wird. Ja, diesmal war es tatsächlich eine gute Buchverfilmung und mich alle angeschaut haben, was, eine Buchverfilmung, das kann gar nicht sein, so gut wie das ist. Und dann, als dann auch noch der Name Stephen King fiel, waren einige tatsächlich sprachlos, weil natürlich King vor 20 Jahren wirklich eher für seinen Horror irgendwie bekannt war, dass er so etwas schreibt über diesen Todestrakt in den USA, eben dieser grünen Meile, wo doch ein bisschen was Fantastisches passiert, was eben nicht so richtig ins Zeitgeschehen, sage ich jetzt mal, irgendwie passt, was nicht ganz so greifbar eigentlich ist. Und es ist eine tiefgründige Geschichte, es ist im Grunde eine Charakteranalyse, das ist wirklich großartig von King erzählt, wie eben all diese Gefangenen dort sind, wie sie die letzten Tage erleben, wie Gefängniswärter sind, was auch im Privatleben irgendwo passiert, von einer wunderbaren Maus bis zu John Coffey. Der so heißt wie der Kaffee, nur anders geschrieben. Einfach, ich habe direkt Gänsehaut. Ein großartiges Buch, absolut eins meiner Top-King-Bücher, die ich abgöttisch liebe und auch großartig verfilmt. Trotz Tom Hanks, den ich ja persönlich nicht ganz so mag, muss ich ja ganz klar sagen, aber ich finde, hier drin spielt er großartig. Und ich mag auch hier die Schauspieler, dieses Feeling, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich so die 60er darstellen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und
es ist einfach Hammer. Also es hat für mich wirklich ganz viel Atmosphäre, sehr viel Emotion und es passiert so viel, wo man entweder total wütend wird, traurig oder einfach nur gefesselt ist. Und das ist so ein Emotionsband, das ist echt der Hammer. Und auch echte Kerle meinen durchaus in Stephen King. Und ich finde, das macht die echten Kerle dann auch erst zu echten Männern. Und ja, großartiges Buch, großartige Verfilmung. Bei dem nächsten handelt es sich um eine Serienadaption, die ich glaube auch schon wieder 2 Jahre her ist. Und zwar Terror von Dan Simmons. Ein Buch, an dem ja Thorsten schuld hat, dass es so viele Leute irgendwie gelesen haben. Er hat ja lang genug davon geschwärmt. Und ich fand Terror großartig. Es war mein erster Simmons und ich fand dieses Buch, es hatte so viel. Es hatte, obwohl es ist ja wirklich ein Wälzer, es hat unfassbar viel Atmosphäre. Es ist wunderbar bildhaft und lang erzählt. Also es lässt sich viel Zeit, bis sich etwas aufbaut. Es passieren aber zwischendrin immer mal Dinge, die man aufsaugt, die einen wieder reinziehen und es ist gefühlt an keiner Seite langweilig. Es gibt die ein oder andere Stelle, wo man denkt, naja, jetzt geh doch mal einen Schritt schneller. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also eine Geschichte darf für mich auch langsam funktionieren und Terror funktioniert. Es geht hier ja, ich glaube, um die Nordwestpassage, um die 2 Schiffe Terror und Erebus, genau. Und ich glaube, wir sind irgendwann im Jahr, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, 1800 irgendwas, ich bin mir gerade nicht sicher, 1845, genau, habe ich gut geschätzt. Und ja, 2 Schiffe machen sich auf diesen Weg und ja, am Ende kommen sie aber nie dort an und eines Tages, ich glaube, relativ gar nicht so lange her, findet man dann eben 2 Schiffe und Dan Simmons knüpft eben Echtes, was auch mit den Personen vorher passierte, warum sie auf den Schiffen sind, was die Motivation war, mit Fiktion, was dann eben hätte passiert sein können. Und das ist großartig. Und dann gab es eine Verfilmung, die ebenso großartig war. Ich fand die Serie, die lief, glaube ich, oder läuft auf Amazon Prime. Ich glaube, da läuft sie auch noch. Da gibt es mittlerweile auch eine 2. Staffel. Die habe ich mir aber nicht angeschaut. Und die 1. Staffel erzählt eben sehr nah am Buch mit der ein oder anderen Änderung, erzählt sie diese Geschichte. Das Besondere tatsächlich, was ich fand, was die Serie so grandios gemacht hat, war die Schauspieler, die Stille, die förmliche Kälte und dass sie einen so unterschwellig mitgerissen hat. Und das klingt total merkwürdig, weil was ist unterschwellig? Aber es ist sowas, wo man auf den ersten Blick noch denkt, naja, ob mich das so faszinieren kann, dass da irgendwelche Männer in der Kälte umherlaufen und irgendwie was mit Schiffen und ist das was? Aber spätestens, wenn das psychologische Spiel bei den Charakteren anfängt und das auf einen überschwappt, ist man mit auf diesem Schiff. Und ich finde, das hat die Serie wirklich großartig gemacht. Sie hat ihre Schwächen, gar keine Frage, aber das finde ich gar nicht schlecht, weil ich auch tatsächlich finde, dass Dan Simmons die ein oder andere Schwäche hat und ich meine das auch gar nicht negativ. Ich finde, auch ein nicht ganz perfektes Buch kann ein Highlight-Buch sein. Und so ist das eben tatsächlich auch mit einer Serie. Und daher muss Terror in dieses Ranking nicht nur als Buch, sondern auch eben mit einer großartigen Serienadaption, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, aktuell in aller Munde ist die Vorgeschichte von President Snow aus der Panem-Reihe. Und dann darf natürlich auch die Trilogie von Susan Collins von Die Tribute von Panem nicht fehlen. Ich liebe die Bücher. Ich habe die, glaube ich, 2 oder 3 Mal gelesen, dann auch einmal so, bevor überhaupt dieser ganze Hype losging. Habe dann, glaube ich, auf den 3. Teil gewartet. Dann natürlich, als die Filme kamen und ich glaube, das letzte Mal auch abschließend, als der 4. Teil dann in die Kinos kam. Und für mich hat diese Jugenddystopie einen ganz eigenen Charme. Es ist mal etwas tatsächlich für die damalige Zeit etwas relativ anderes gewesen. Ich glaube, Dystopien haben hiermit wieder ihren Hype gefunden. Und es hat eben eine ganz starke Protagonistin neben Katniss, die eben in diese Hungerspiele geht, wo am Ende nur einer übrig bleiben darf und das mit so viel Berechnung macht und doch irgendwie so eine Unschuld und so ein starker Charakter ist, der aber auch seine Schwächen hat und auch falsche Entscheidungen trifft. Und es ist eine großartige Geschichte. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen jugendlicher, es ist für junge Erwachsene. Ich finde aber die Brutalität ist an mancher Stelle schon ganz schön heavy.
Die ein oder andere Träne wurde auf jeden Fall verdrückt. Ich liebe die Trilogie, ich liebe die vier Filme. Also es war so, dass man den dritten Teil im Film, wie es ja öfter mal üblich ist, dass man den letzten Teil splittet. Ich fand das eine sehr gute Entscheidung. Ich glaube, dadurch konnte man viel mehr auch ausführlicher erzählen. Ich fand, das hat der Geschichte sehr gut getan. Ich mag die Schauspieler, ich mag das Bild, ich mag den Wechsel, je nachdem, an welchem Ort man ist, dass sich auch die Farbe des Films verändert, dass es mal kühler ist, mal wärmer ist, dass die Musik damit reinspielt. Es sind ja auch die Musikstücke gefühlt legendär und ich finde das einfach großartig. Ich liebe, wie man das zeigt, wie man das rübergebracht hat, wie man auch so inneren Schmerz und von Katniss gezeigt hat, was man Jennifer Lawrence im Gesicht angesehen hat. Und ich bin ja ein riesengroßer Sam Claflin-Fan, der ja dann hier drin auch auftaucht und Finnick O'Dare spielt. Und es ist so viele Jungschauspieler, die sich hier drin finden, die danach tatsächlich doch relativ bekannt wurden. Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Film mit Sam Claflin hier. Eine Reihe, die nicht nur für Jugendliche ist, die natürlich schon eher jüngere Erwachsene als Charaktere hat, aber so viel Emotionen, so viel Gefühl, so viel Spannung und endet immer in den richtigen Momenten, wie ich finde. Und der letzte Teil, auch wenn ich mit dem Ende vielleicht irgendwo nicht so ganz übereins gehe, finde ich, sind die Verfilmungen großartig gemacht. Es hat ein schönes Tempo, es wird das Wichtige erzählt, es wird nicht zu viel weggelassen, es wird auch zwischen den Zeilen was erzählt, es wird uns viel gezeigt, was ich auch großartig finde. Also nicht nur, dass das jemand erzählt, sondern uns auch zeigt. Und das, finde ich, macht auch Tribute von Panem die Filmreihe zu etwas Besonderem. Und das einfach großartig, gefällt mir unglaublich gut. Und macht mir wirklich sehr viel Spaß, sowohl zum Schauen als auch zum Lesen. Und gerade in aller Munde, weil eben die Vorgeschichte von President Snow erzählt wird, die ich auch sehr spannend finde und mich da schon freut. Vielleicht lese ich die ja gerade schon, wenn ihr dieses Video seht. Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen. Dann guckt gerne mal in die Infobox, da habe ich meinen Instagram-Account unten reingepackt. Vielleicht wollt ihr da ja auch einfach mal folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Dann wechseln wir mal das Genre und gehen ein bisschen eher in Richtung Kinderbuch und Fantastisches. Ich glaube, wenn man so möchte, mit der unendlichen Geschichte wohl irgendwie mein erstes High-Fantasy-Buch, wenn man so möchte. Und zwar, das letzte Einhorn von Peter S. Beagle. Jetzt nicht tatsächlich die schönste Ausgabe, muss ich ganz klar sagen, aber es ist halt meine uralte Ausgabe von, ich habe keine Ahnung, wann ich die bekommen habe. Ich vermute mal so, vor 20 Jahren bestimmt, 12 Jahren. Also ist auch, glaube ich, nicht ursprünglich meine erste, ich weiß gar nicht, oder meine zweite, ich bin mir gerade unschlüssig. Ja, es ist nicht die schönste, aber es ist meine Ausgabe und ich mag sie super, super gerne. Ich glaube, zum letzten Einhorn muss man gar nicht mehr so viel sagen. Der Titel verrät im Grunde schon, es geht um das letzte Einhorn, es geht um einen Zauberer und es geht um einen roten Stier und geht um einen König und um einen Prinzen. Und der König wird großartig gesprochen von Christopher Lee, der sogar die deutsche Synchronstimme spricht, weil er auch Deutsch gesprochen hat. Und das ist für mich ja tatsächlich schon, für meinen ersten Dracula sozusagen, ist das schon großartig, dass er hier jemandem eine Stimme verleiht. Eine wunderbare Geschichte, die schon relativ früh Kindern auch zeigt, dass es nicht immer alles nur gut und böse ist, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, dass nicht immer alles so ist, wie es erstmal scheint. Und allein eben einfach dieses letzte Einhorn, das ist so eine wunderbare Geschichte, die mir immer wieder zu Herzen geht. Und dann gibt es die Verfilmung, die ja auch schon gefühlt uralt ist, die ich als Kind gesehen habe und die mich nie losgelassen hat, die ich so gerne schaue. Und alleine, wenn dann so die Filmmusik kommt und da, 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 bin ich totaler Fan. Ich liebe die Filme. Für mich sind die so typische Adventszeitfilme, ein Adventszeitfilm. Und ich mag das. Ich mag, wie die gezeichnet sind, wie, dass das alles noch so ein bisschen unfertig wirkt, aber dadurch so einen ganz speziellen Flair hat, wie wunderschön das Einhorn gezeichnet ist. Und auch die Szene mit dem roten Stier und dem Meer, das ist so Hammer. Und
Ja, man weiß natürlich, dass Peter S. Beagle sich ein bisschen bei Tolkien hat inspirieren lassen. Das finde ich persönlich jetzt aber gar nicht so schlimm. Aber ich finde das toll. Ich liebe Buch, ich liebe Verfilmung. Immer wenn ich diese Musik höre, bin ich sofort drin. Und ich finde, das hat eben auch einfach was, wenn das nach Jahren noch funktioniert, dann funktioniert das gut. Und dann hat das was und dann kann das was. Und ja, also bestimmt ein Film, den ich seit 30 Jahren mindestens schaue und immer wieder liebe und ja, einfach großartig finde. So auch bei dem nächsten, was eine Serienadaption ist. Und da muss ich ja zu meiner Schande gestehen, dass ich nur 1, 2, 3 Geschichten kenne, nicht alle, aber die Serie abgöttisch liebe. Und es geht um Sherlock Holmes, beziehungsweise dann um die BBC-Verfilmung Sherlock. Und es ist ganz wichtig, dass es die BBC-Serienverfilmung ist, nicht die echte Verfilmung mit den 2 Teilen, die Guy Ritchie gemacht hat mit, nicht Sammy Davis Jr., ihr wisst, wem ich meine, Robert Downey Jr. und Jude Law. Die mag ich nämlich tatsächlich nicht. Also habe ich den ersten Teil gesehen und dachte mir, nein, Benedict Cumberbatch ist der perfekte Sherlock und vielleicht ein bisschen jung, aber sonst passt er perfekt. Ja, also mir geht es hier wirklich um die Serienadaption, die ich ja schon, keine Ahnung, 4, 5, 6 Mal durchgesuchtet habe, die mich immer wieder catcht, die es schafft, dass mein Gedankenkarussell aufhört, die mich so reinzieht, die mich mitdenken lässt, lachen lässt, aber auch mitfiebern lässt. Und ja, ich selbst habe tatsächlich noch gar nicht so viele Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle gelesen. Das hier ist so eine Best-of-Geschichte, die habe ich gelesen, oder zumindest 2 oder 3. Ist da überhaupt was drin? Nein, ich glaube tatsächlich, da ist gar nichts groß drin. Von den Geschichten, die dann verfilmt wurden. Wir haben hier einen Skandal in Böhmen, das letzte Problem. Wobei das letzte Problem könnte tatsächlich auch in der Serie sein. Und seine Abschiedsvorstellung. Und das Schöne hier ist, dass wir links Englisch haben, rechts Deutsch. Das heißt, ich habe mich da auch wieder im Englischen versucht. Ich habe noch die gesammelten Werke und noch eine andere Ausgabe aus dem Anaconda Verlag hier. Ich muss, glaube ich, mal dazu greifen. Ich bin aber eigentlich gar kein Krimi-Leser und Möger, liebe aber Sherlock Holmes. Und das muss man auch erstmal schaffen. Die Bücher sind tatsächlich ja schon relativ alt. Ich glaube 1890 genau und dann Anfang 1900. Ich weiß gar nicht, wann Arthur Conan Doyle gestorben ist. Ich bin mir da tatsächlich gerade gar nicht so sicher. Und der ja auch selbst irgendwann des Sherlocks sozusagen überdrüssig war. Aber Arthur Conan Doyle hat mit der Schaffung von Sherlock Holmes ja etwas bewegt, wie man eben Fälle tatsächlich mal angeht. Also nicht so, da liegt eine Leiche, die ist halt einfach gestorben, sondern dass da eben tatsächlich was passiert sein kann. Und das hat er ja mit einer fiktiven Figur geschafft. Und das ist schon mal großartig. Wenn man sich diese Geschichte, die Entstehungsgeschichte um Sherlock Holmes durchliest, das ist großartig, habe ich auch ein Buch hier, fand ich mega spannend. Und dann kam diese Serie und ich dachte ja anfangs noch, jetzt ist Benedict Cumberbatch ein sehr spezieller Schauspieler. Ich glaube, man mag den oder man hasst den. Und dementsprechend wirkt sich das wahrscheinlich auch darauf aus, ob man Sherlock Holmes, also Sherlock, eine Chance gibt oder nicht. Aber der Humor, der da drin steckt, dieses Mimikspiel zwischen Cumberbatch und Martin Freeman und wenn dann noch die Frau dazu kommt, wenn dann Moriarty kommt, ist einfach nur großartig. Ich liebe diese Serie und ich finde, die ist grandios verfilmt. Ich glaube, so gut können die Geschichten gar nicht sein, wie die Serie ist. Jetzt muss man natürlich schon sagen, ist natürlich eine ganz andere Zeit. Auch ist die Serie spielt so eher in der Neuzeit, während die Bücher natürlich klassisch in der damaligen Zeit spielten. Aber sie haben Atmosphäre, sie haben Spannung, sie haben Witz. Und ja, das sind so Themen drin, die sind unglaublich. Und Sherlock als dieser Soziopath, der nicht ist oder doch ist, ich weiß gerade gar nicht mehr. Consulting, großartig. Also ich bin Fan der Serie, ich mochte die Geschichten, die ich bisher gelesen habe. Hier ist für mich aber tatsächlich, was sehr selten vorkommt, die Serie besser. Weil natürlich die Geschichten einfach doch in einer ganz anderen Zeit spielen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Dann eine Verfilmung, die ich letztens erst gesehen habe und dann dachte, Mensch, es ist auch schon wieder ewig her, dass du das Buch gelesen hast. Nämlich eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und das ist 7 Jahre in Tibet von Heinrich Harrer. Mein Leben am Hofe des Dalai Lama. Und man weiß ja von mir, dass ich dem Buddhismus, dieser Philosophie sehr zugetan bin, darin auch sehr viel lese. Und alles fing gefühlt tatsächlich mit Heinrich Harrer an. Ich weiß gar nicht, ich habe früher immer mal
Datum eingetragen, wann ich mir Bücher zugelegt habe. Da tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, wann der Film rauskam. Ende der 90er, vermutlich 98, 99, so Brad Pitt mit blondem Haar. Großartige Verfilmung. Es geht hier um Heinrich Harrer, der Bergsteiger war, sehr berühmt war in Zeiten, bevor der Zweite Weltkrieg losging. Nicht direkt den Mount Everest, aber irgendwas im Himalaya-Gebirge besteigen wollte, zusammen mit einer Truppe. Und dann ist aber der Krieg ausgebrochen, es sind Kriegserklärungen gefallen und irgendwie war dann gerade diese Kriegsphase, die natürlich auf ihrem Berg gar nicht mitbekommen haben. Und dann mussten sie im Grunde fliehen, sind dann in Lhasa angekommen, wo der junge Dalai Lama lebte, damals noch ohne, dass die chinesische Befreiung gekommen ist. Und der Dalai Lama hat Interesse an einem Menschen, der herumgekommen ist, der nicht aus seinem Land kommt, der ihn nicht als das unbedingt sieht, was alle anderen sehen und der einfach ganz normal auch mit ihm spricht. Und das machen beide. Heinrich Harrer versucht, dem Dalai Lama unglaublich viel zu erklären von der Welt, wie die Welt funktioniert, was er eben alles weiß. Und dann kommt eben China und möchte Tibet befreien. Tibet befreien, und auch da erzählt uns Heinrich Harrer, wie das ist. Und beide hat eine langjährige Freundschaft im Nachgang noch begleitet. Ich glaube, die waren wirklich bis zum Ende bis zum Tode Heinrich Harrers, waren die, soweit ich weiß, befreundet. Ich weiß nicht, ob man das Bild gut sieht, es ist schwarz-weiß. Und der Dalai Lama gibt auch sehr viele Erzählungen aus seiner Kindheit, Jugend, die er dann über Heinrich Harrer erzählt, wenn man die eine oder andere Biografie von dem Dalai Lama liest. Und ich fand schon das Buch super toll. Ich muss gestehen, ich habe das Buch tatsächlich erst nach dem Film gelesen, weil mich dieser Film so begeistert hat. Er hat mich gefesselt, er hat mich in eine Welt entführt, er hat mir Charaktere gezeigt, die so echt waren, so greifbar waren, so Geschichte gezeigt, die ich faszinierend fand mit 15, 16, wahrscheinlich eher 50, ich glaube, der Film war 98. Und es hat mich so gefesselt, dass ich tatsächlich dann losgetigert bin und gesagt habe, ich brauche jetzt dieses Buch, weil ich möchte mehr wissen. Ich habe vermutet, dass im Buch viel mehr steckt als im Film, und so war es auch. Und auch im Nachgang funktioniert sowohl Buch wie Film beides ganz unabhängig voneinander. Es ist viel drin. Man legt den Fokus sehr auf die richtigen Dinge der Geschichte von Heinrich Harrer und dem Dalai Lama. Und man hört, finde ich, auch zum richtigen Punkt auf zu erzählen. Also Buch geht im Grunde hin noch ein bisschen weiter, während man, finde ich, im Film einen guten Punkt gefunden hat, um aufzuhören. Es geht da nicht nur um Freundschaft zwischen dem Dalai Lama und Heinrich Harrer, sondern auch um Ehrgeiz, um den Kampf, um natürlich auch Krieg, um diese Befreiung, wie man sich auch verändert, wie sich Menschen um einen herum verändern. Es geht um den Buddhismus. Es ist großartig eingefangen. Und ich finde die Verfilmung einfach toll. Ich weiß, dass man nicht im Himalaya gedreht hat, auch natürlich gar nicht in Tibet. Ich glaube, da hat man damals gar keine Dreherlaubnis bekommen. Es müsste in den Anden gedreht worden sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist großartig. Es macht einfach unglaublichen Spaß, diesen Film zuzuschauen. Und natürlich ist es sehr speziell. Man geht hier Bergsteigen. Aber es ist eine wunderbare Lebensgeschichte, die gezeigt wird. Und Film funktioniert auch nach über 20 Jahren wirklich toll. Und das Buch sowieso. Ach, ich komme hier gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Dann kommen wir zum Buch, beziehungsweise zur Buchverfilmung, wo wieder Sam Claflin eine Rolle mitspielt. Und ich sehe gerade, da war ich 2014 im Kino. Das ist schön, da habe ich mein Kinoticket reingeklebt. Das finde ich schon mal gut, das ist echt schon wieder 6 Jahre her. Für immer vielleicht von Cecilia Ahern wurde verfilmt unter dem Titel Love, Rosie, wenn ich mich nicht irre. Genau, wie er dann im englischen Original auch geheißen hat. Ich mag manche Bücher von Cecilia Ahern ganz gerne. Ich habe sehr viele gelesen. Mein Favorit tatsächlich von Cecilia Ahern ist PS, ich liebe dich, ihr Erstlingswerk, ihr Debütroman. Der schafft es aber nicht hierhin, weil die Verfilmung nicht so grandios ist. Anders bei Für immer vielleicht, beziehungsweise Love, Rosie. Hier haben wir einen Roman, der über Briefe, SMS und ich weiß gar nicht, ob es schon E-Mails damals gab in der Geschichte, oder ob es wirklich nur Briefe waren. Ich glaube, es sind auch E-Mails. Das ist immer gekennzeichnet. Moment, genau, es gibt auch E-Mails. Und der wirklich nur diesen Kontakt im Grunde zeigt, was passierte. Ich weiß gar nicht, ob auch nebenbei noch Geschichte erzählt wurden. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Es wird auch gechattet. Also ein Roman zwischen zwei Freunden,
bei denen sich abwechselnd jeweils beim anderen immer irgendetwas mehr entwickelt, aber dann der andere immer vergeben ist sozusagen. Die sich aber nie loslassen, selbst als da Schwangerschaften, Kinder dazwischen kommen, als andere Beziehungen dazwischen kommen, als Umzüge das Leben verändert. Beide lassen nie so richtig los. Beide sind immer so auf halb acht Stellungen und warten darauf, dass sie zusammenkommen. Und das fand ich großartig. Ich fand diese Idee super spannend, dass für zwei Menschen, die sich lieben, die sich, dass da irgendetwas ist, aber nie die richtige Zeit ist. Und wie das Leben eben weitergeht, auch ohne dass man sich dazu sozusagen für den entscheidet hat oder entschieden hat. Und eine ganz, ganz tolle Geschichte mit sehr tiefgründigen Charakteren, die sich wunderbar entwickeln. Ich glaube, auch über 10 Jahre, wenn ich mich gar nicht täusche. Ich glaube, es war relativ lange. Ich weiß gar nicht, wann das irgendwie anfing. Ich glaube, da waren die wirklich Kinder und irgendwann sind sie dann erwachsen. Und die Verfilmung Love, Rosie ist mit Lily Collins und Sam Claflin, den ich großartig finde. Ich habe den hier so gefeiert. Es gibt eine Szene, da hält sie eine Rede und was allein in seinem Gesicht passiert, wirklich, was in den Augen sich abspielt, im Mundbereich, man hat wirklich das Gefühl, man hört ihn fühlen. Und das fand ich Hammer. Und ich finde die Verfilmung großartig. Ich finde, sie ist ein bisschen schnell erzählt, was eben so mancher Länge vielleicht hier entgegenkommt. Und es ist toll. Es ist eine Geschichte, die wunderbar funktioniert, die Spannung hat, die lustig ist, die diese Liebe, die irgendwie nicht zustande kommt, weil immer irgendwas dazwischen kommt, wunderbar zeigt. Und die, wie ich fand, tatsächlich auch ein großartiges Ende hat. Also sehr gelungen ist, sehr viel Spaß macht, ich auch Tränen vergossen habe. Und sowohl im Buch wie im Film. Es ist, finde ich, tatsächlich ein ganz unterschätztes Sia-Hören. Ich finde, man bekommt sie immer nur so ein bisschen mit PS, ich liebe dich. Ich finde aber auch, dass für immer vielleicht ein wirklich ganz, ganz toller Roman ist und viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat und auch die Verfilmung wirklich toll ist und ja, tatsächlich schon 6 Jahre her. Ich glaube zwischendurch ein oder zweimal auf DVD gesehen oder Blu-ray, ich glaube es ist noch DVD. Toller Film, tolles Buch, muss hier einfach mit rein. Und es kann natürlich gar kein Video mehr ohne geben, denn ich packe ja seit letzten Jahr Dezember eine High-Fantasy-Saga und spätestens jetzt wisst ihr, dass natürlich von der Hexersage von Andrzej Sapkowski die Rede ist. Das Erbe der Elfen ist der erste Band der 5-teiligen Reihe und es gibt seit Dezember 2019 eine Serienadaption, die es aktuell, soweit ich weiß, wirklich nur auf Netflix gibt. Deswegen auch leider kein Link. Alles andere habe ich euch in die Infobox gepackt. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe tatsächlich mitbekommen, dass es eine Serienverfilmung geben soll. Und dann habe ich angefangen, die Let's Plays von Gronkh zu schauen. Und ich dachte mir immer, was für merkwürdige Menschen schauen jemand anderen beim Spielen zu. Das funktioniert aber bei Witcher 3 tatsächlich unglaublich gut, denn es ist wirklich eine Open-End-World, die wahnsinnig spannend ist, die so einen Hauptstrang hat, 1000 Nebenquests, wenn man so möchte. Und es ist eigentlich schon wie wenn eine Serie oder ein Film läuft. Ich finde tatsächlich auch Gronkh super sympathisch, auch wenn er sich in manchen Wegen ein bisschen verirrt und ein bisschen, aber das so mal beiseite, gefällt mir auch das Let's Play wirklich sehr, sehr gut. Und dann dachte ich so, zuvor der Serie wird es Zeit, dass du die Bücher liest. Das sind jetzt die wunderbaren Neuausgaben aus dem DTV-Verlag. Es gibt auch die 3 Kurzgeschichtenbände, wo 2 im Grunde vor der Geschichte spielen und eine danach, beziehungsweise auch nur eine Geschichte da noch drin hat, aus dieser Geralt-Zeit von danach. Und ich habe die ersten beiden Kurzgeschichtenbände gelesen und das empfehle ich auch, weil die Serie eben genau auf diesem basiert. Also die Serie erzählt noch nicht den Hauptgeschichtenstrang, der jetzt hier bei der 5-teiligen Hexersage erzählt wird, sondern erzählt die Kurzgeschichten. Und die Serie funktioniert im Grunde über verschiedene Zeitebenen, wie sie eben auch in den Kurzgeschichten dann irgendwie Sinn machen. Und erzählt uns eben die Geschichte nicht komplett nur aus Geralt von Rivas Sicht, der ja ein Mutant ist, der Monster jagt, sondern erzählt eben auch noch 2 andere Nebengeschichten, die irgendwie schon miteinander verknüpft sind, aber uns das Lesen tatsächlich der nächsten Bände ein bisschen leichter macht, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch die Verfilmung der nächsten Staffel und der eigentlichen Geschichte, die hier dann beginnt, einfacher macht. Und für mich war diese Serie grandios. Es ist keine Serie, die nebenbei funktioniert. Man muss sich konzentrieren, man muss dranbleiben, man muss High Fantasy mögen, man muss auch ein gewisses Grad an Brutalität gut finden. Es heißt nicht umsonst, schlechter von, ich weiß es nicht mehr,
großartig. Ich fand auch Henry Cavill, den ich sonst persönlich nur noch von den Tudors kenne, und ich weiß, er hat auch Superman gespielt, aber ich bin ja, nur ein Batman-Mädchen, dementsprechend kann ich das nicht beurteilen. Ich fand ihn mega besetzt, auch wenn viele ja anfangs gedacht haben, dass er das nicht hinbekommt. Es stimmt, Henry Cavill und auch der Geralt aus den Spielen sieht nicht so aus, wie Sapkowski ihn beschreibt. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Natürlich hat man am Ende jetzt immer den Geralt von Riva vor Augen. Es ist tatsächlich leider so. Die Bücher sind großartig. Mir fehlt jetzt noch der letzte Band der fünfteiligen Reihe. Es ist High Fantasy. Wirklich mit das Beste, was ich irgendwie gelesen habe. Was für mich, ja, auch gerade in der neueren Zeit richtig, richtig toll und großartig ist. Und was mir super gut gefällt. Die Geschichte, die Erzählstränge, die Dialoge, die mürrische, ja, Stimmung von Geralt, von Ciri, wie das funktioniert, wie beide so zueinander gekommen sind, warum, weshalb, ja, was dieses ganze Land, das im Krieg ist, auch durchmacht. Und das ist bildgewaltig in dieser Serie erzählt. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie sind mit den verschiedenen Zeitebenen nicht zurechtgekommen, mit dieser auch durchaus abgehackten Erzählweise, was aber einfach daran liegt, dass man wirklich die Kurzgeschichten irgendwie verbunden hat und eben immer einen Fall sozusagen nach dem anderen in einer Folge gezeigt hat. Also es ist tatsächlich sehr den Kurzgeschichtenbänden entsprungen und dem wirklich sehr nahe kommt. Und ich finde beides großartig. Ich liebe die Bücher. Wenn sie jetzt auch, ich glaube, der dritte Band für mich ein bisschen der schwächste war, weil es da sehr viel um Krieg ging und wo ich dachte, ja, jetzt geht mal weiter. Na, jetzt bleibt hier mal nicht stehen und macht euch über Krieg Gedanken, sondern ja. Aber die erste Staffel war großartig, hat mich wirklich gepackt, gefesselt, begeistert. Habe ich mittlerweile schon ein zweites Mal geschaut und kann ich nur empfehlen und großes, großes Kino. Und dann darf ein letztes Highlight-Buch mit Verfilmung nicht fehlen, weil ich diese Verfilmung tatsächlich auch sehr, sehr, sehr liebe. Und zwar ist es Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Es ist bekannt geworden als das Krebsbuch. Und das ist schon mal was ich überhaupt nicht mag, weil das Buch ist alles andere als ein Krebsbuch. Ja, die Kinder, Jugendliche hier haben Krebs. Wie so viele Menschen auf der Welt sind sie eben irgendwie krank. Und wissen, ja, vielleicht haben wir nicht mehr allzu lange. Aber sie stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern sie kämpfen und sie machen das mit Humor. Und sie lassen sich hier aufeinander ein. Hazel trifft Gus nämlich in der Selbsthilfegruppe. Und beide, ja, da geht irgendwas. Und Gus ist einfach der perfekteste, gefühlt männliche Charakter, den ich kenne, den ich unglaublich gerne mal kennenlernen würde, der so viel Witz hat, so viel Mut hat, so viel Charme hat und ach, einfach großartig. Ja, und beide lassen sich irgendwie darauf ein und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Eine Geschichte, die mich zum Weinen bringt, zum Lachen bringt, die mich zum Nachdenken bringt, die so viel macht und ich gehe am Ende weinend raus. Und wenn die Träne versiegt ist, dann lache ich. Dann lächle ich und denke, ja, so ist es. Und also ein für mich unfassbar positives Buch, weil man so viel mitnimmt. Und ich habe schon mal bei einer Vorstellung von Das Schicksal ist ein mieser Verräter geweint. Ich werde jetzt ganz schnell weiterreden, denn die Verfilmung ist nicht minder großartig. Tolle Schauspieler, die wir hier dabei haben, die ich sehr, sehr liebe, deren Namen ich aber tatsächlich jetzt schon wieder vergessen habe. Sie ist Shailene Woodley und er ist, ja, er spielt auch in die Bestimmung mit, wer es weiß, ganz gerne in die Kommentare schreiben. Oh, peinlich, dass mir das wieder, ich habe es einfach nicht mit Namen. Zwei großartige Schauspieler, die ich sehr, sehr liebe, die ein Wahnsinns-Mimikspiel haben, die großartig spielen, obwohl sie noch so jung sind. Und ich finde, dass das Gefühl aus den Büchern, aus dem Buch, wirklich in der Geschichte, im Film zu spüren ist. Es ist an den richtigen Stellen so auf dem Punkt, dass es funktioniert, dass es großartig ist. Dass es nicht nur ein Film ist, aus dem man mit Taschentüchern, ja, beweint im Grunde wieder rausgeht, sondern dass es genau das gleiche Gefühl bei einem hinterlässt, wie es das Buch hinterlässt. Das Buch, tatsächlich eins, was ich einmal im Jahr in der Regel lese, was auch schon sehr markiert ist und geliebt wird. Und auch ein Film, den ich schon einige Male gesehen habe, tatsächlich nicht im Kino.
weil ich dachte, das könnte gefährlich werden. Aber ja, was ich einfach großartig finde. Ich liebe Film, ich liebe Buch, ich finde, es ist perfekt getroffen. Der Soundtrack zum Film ist der Hammer. Also sei es Coldplay, Ed Sheeran, einfach mega, One Republic, nicht zu vergessen. Es gibt auch einen Song, der irgendwann danach als Autowerbung verwendet wurde. Und dann lief irgendwann diese Autowerbung und ich bin in den Raum gekommen und ich habe tatsächlich einfach geweint, weil ich diese Szene, also die verknüpft war, und ich bin sehr erschüttert angeschaut worden, was jetzt wohl mit mir los ist. Ja, wie es dann eben so ist, na, wenn es einen catcht, dann richtig. Also großartiges Buch. Absolut tolle Verfilmung, kann ich beides absolut nur empfehlen. Und ja, das waren sie jetzt, meine 10. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr so manche Buchverfilmung vermisst. Zum Beispiel, Game of Thrones. Ihr werdet vielleicht auch die Unendliche Geschichte vermissen. Oder gar Harry Potter. Was könntet ihr noch vermissen? Ja, zum Hobbit habe ich schon, also ich glaube, da muss ich gar nichts mehr sagen. Auch so manche Stephen King-Verfilmungen, wobei die definitiv mehr in die Richtung wären, dass die nicht gut waren. Ja, tatsächlich habe ich über Harry Potter so nachgedacht, dachte mir aber, dass die Filme gut sind und auch die Bücher grandios sind, aber es als Verfilmung so manche Schwäche hat. Deswegen tatsächlich, Und bei das Lied von Eis und Feuer hatte ich irgendwie das Problem, dass ich mir dachte, wissen wir denn eigentlich, ob die Verfilmung wirklich so gut ist, nachdem die Bücher noch nicht alle da sind? Also, das war so mein Struggle mit das Lied von Eis und Feuer. Und das ist so tatsächlich, ja, was ich zwar finde, dass das wirklich für die Bücher, die da sind, ist die Verfilmung sehr gut geworden. Großartig geworden, ich möchte es nicht kleiner reden, aber wir wissen eben nicht, ist der Rest gelungen oder nachdem man die 8. Staffel ja eher nicht so feiert, ist da irgendwas komplett in die Hose gegangen. Ja, deswegen sollte jemand das vermisst haben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare natürlich schreiben, was sind eure liebsten Buchverfilmungen und warum. Deckt sich eine Meinung zu einem Buch, einer Verfilmung mit meiner? Seid ihr bei irgendeinem Buch ganz anderer Meinung? Dann ab in die Kommentare. Alle Infos zu den Büchern und Filmen findet ihr in der Infobox. Ich habe die euch alle mal verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und solltet ihr euch ein Video wünschen mit den schlechtesten Buchverfilmungen, könnt ihr mich das natürlich auch gerne mal wissen lassen. Dann können wir auch ein bisschen Negativität verbreiten und ist ja manchmal auch nicht so schlecht, sich mal auszulassen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.